Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Ich habe mich hier bis zum Schmied vorgearbeitet und hier mit dem Mauszeiger muss mal runter. So. Wir werden nun mit ihm hier reden. Stimmt, wir hatten eine Glut gefunden, ne? I could smith some mighty weapons with one of those. Why not lend it to me? Okay. Magnificent! You won't be disappointed. I can hardly wait to get started. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ausrüstung umwandeln. Waffe verstärken. Drachenstein. Was würde passieren? 220. Ist jetzt nicht der Knüller, ne? Funkeltitanit. Ich check nicht, was ich jetzt dazu bekommen würde. Ich würde die Skalierung ändern, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wir haben jetzt Waffe verstärken 242. 264. Ja, cool. Don't get yourself killed. Ist aber auch nicht wirklich die Welt, ne? So. Waffe verstärken. Ich könnte rein theoretisch meine Axt, die ich die ganze Zeit benutze, verbessern. Wo ist die überhaupt? Ach, Keule. Die Keule habe ich ja benutzt gehabt, ne? Plus 2. Ja, das ist ja... Das ist eine C-Skalierung. Da, du, der Schwert des Drachentöters, du bist der Einzige mit B-Skalierung. Das finde ich echt ein bisschen schade. Ich hätte gerne B oder A, das wäre so schön. So schön. Aber naja, kann man nichts machen. B, Riesenkeule, ja gut. Hm. Auch nicht besser. Aber das kostet mich nur kleine Scherben, ne? Riesenkeule. Riesenkeule. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. 4 Stück so. Waffe verstärken. Ich mach's einfach nur, weil ich Spaß dran habe jetzt gerade. Zu gucken, auf wie viel Schaden ich kommen kann. 3 kleine Scherben. Kaufen. Ich verschwende hier voll mein Geld, ich weiß. Egal. Ich meine, zur Not kann ich kann ja offscreen farmen, so ist es nicht. Also, ist ja nicht die Welt. Kleine Scherbe 1 von 3. Kleine Scherbe. So. Oh nein, ich habe die helle Bade verbessert gerade, ne? Habe ich die Keule jetzt maximal verbessert? Kann ich sie jetzt umwandeln? Ja, tatsächlich. Große Scherbe. Und jetzt? Krude Keule, große Scherbe. Grüne Scherbe. Also ich hätte da irgendwie doch einen speziellen Schaden dazu bekommen, ja. Okay, jetzt ich habe spaßeshalber jetzt einfach mal die Keule verbessert, einfach nur um zu gucken. Aber so wirklich besser ist die jetzt nicht, ne? Nee. Hat auch nur noch eine C-Skalierung. Wie viele Punkte habe ich jetzt verloren? Ach, nur 20.000. Geht ja noch. Punkte verschwindet like a boss. Okay, aber man muss halt sehen, wo man bleibt, ne? Kriege ich einen Zaubereich-Slot? Nö. Dann könnt ihr mich mal. Man muss ja wissen, wo man bleibt. Deswegen muss man auch mal was ausprobieren. So, wo ging's jetzt, War das hier? Ja.
Oh nein, ich muss doch Pfeile kaufen. Ich habe kein Geld mehr. Aber ich hätte locker drei Level machen können und ich habe sie alle in die Keule gesteckt. Und werde sie jetzt nicht mal verwenden. Das ist nämlich das richtig Schöne an der ganzen Geschichte. Ich werde sie nicht verwenden. Aber ich werd gucken, was sie so für Damage macht. Sollte man ja machen. Waffe verstärken. Ja, Kurzschwert. C-Skalierung. Ich könnte spaßeshalber irgendwann nochmal so ein Schwert machen. Einfach nur um zu gucken, wie viel Schaden ich da rausholen kann, weil es ist ja eigentlich recht schnell. Und naja, gucken wir mal. So, ich möchte gerne Gegenstände kaufen. Du hast doch Pfeile bestimmt am Start, ne? Standardpfeil, mehr brauche ich nicht. Gib mir einfach so viele, wie ich kann. Don't get yourself killed. Du auch. Okay. Dann gehen wir mal mit unserem underrated Charakter weiter. Cool, ne? Oh Gott, ich bin am Arsch. So, ich brauche einen Feind. Na, guck mal, der Typi ist weg. Der hier saß. So. Oh, was? Wie? Fand ich jetzt nicht so nice. Es gibt Situationen, da könnte man heulen. Dies ist zum Glück keine davon, weil ich hier direkt die Leiche sehe. Es war ein netter Prank. Ich gebe es zu. Ist ein netter Prank. Nochmal will ich aber nicht drauf reinfallen. Vielleicht sollte ich meine Ausrüstung ändern. So, wir haben ein Gewicht von. Muss ich nochmal mein Gewicht Belastung da? Ah, wir sind ja eigentlich schon recht gut dabei. Verteidigung 23. Ja, ich hätte gerne echt eine gute Verteidigung, ne? Komm, robuste Lederrüstung. Bleiben wir bei den Wanderer-Dingern. Machen wir den hier. So, jetzt müsste ich hier eigentlich. Ja, ich habe sogar noch. Ich habe sogar noch Platz nach oben. So, was haben wir denn hier noch für Rüstung? Ich könnte den Helm ändern, ja. Wie viel Gewicht hast du? 3,5. Und du 4,5. Ja, es würde halt besser aussehen. Ein bisschen habe ich noch Platz. Wir sind über die 50% gegangen. Ja, aber auch nur, weil wir dieses dreckige Schwert hier haben. Ja, gut. Ich würde sagen, wir ändern die Hose. Da ist ja jetzt nicht viel bei dabei. Wir nehmen die Banditenhose. Guck mal. Sieht fast aus wie der Dark Souls 3 Boss. Ja, ich kenne ihn. So. 40,2. Wir haben jetzt die Hälfte, ne? Unsere. Okay. Ah, Druckplatte. Hallo Gegner, ich. Kommt mal hierher. Ich habe hier eine wunderschöne Druckplatte für euch. Cheater! Was ist mit der Druckplatte? Ach du Scheiße. Ich bin so tot. Okay. Nicht auf die Druckplatte treten. Die Gegner sind strong. Das habe ich gesehen. Stimmt, ich kann die Seelen verwenden, um mich stärker zu machen. Komm, ich geh nochmal zurück. Ich verwende jetzt alle Seelen und dann. Oh Gott, vergessen. Ach guck mal, da prallen die gegen. Wir verwenden jetzt einfach die Seelen, die wir gefunden haben, und machen dadurch jetzt unsere Level-Ups.
Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. So. Und ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit sehr wenig Funkeltitanit gefunden. So, 30.000 Seelen haben wir bekommen. Wir wollen aufsteigen und ein paar Punkte in Vitalität setzen. So, sehr schön. Und dann können wir uns noch ein paar Pfeile kaufen. Ich muss sagen, ich mag die Rüstung. Die hat was Nices. Well, you need it. Ich möchte gerne Gegenstände kaufen. Wir haben ja hier noch so ein Schmiedeset für unterwegs. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, das ist besser als Pfeile. Muss ich nicht jedes Mal zum Schmied zurückkehren. Sondern kann meine Sachen da verbessern, wo ich bin. Okay, versuchen wir es nochmal. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Leben. Ich muss noch unbedingt auf Ausdauer auch noch gehen. So wenig Ausdauer. Ich muss aber erstmal Leben auf 30 kriegen, bevor ich auf Ausdauer gehe. Der Schalter. Der Schalter ist weg. Mistkerl, du. Lass dich backstabben. Geht doch. Hört auf meine Anweisung. Der Schalter ist weg. Verrückt. Na gut, gehen wir weiter. Gucken wir mal, wir müssen ja auch unseren Bogen irgendwann mal noch verbessern, ne? Oh Gott. Guck mal, da ist eine Leiche. Ah, guck mal, da ist ein Dude. Komm mal her. Oh, es ist ja gar nicht tief. No risk, no fun, Freunde. Hab ich ihn überhaupt getroffen? Ups. Ja, ich hatte meine Punkte eh ausgegeben und ich dachte, wenn ihr Gold der Schlange eigentlich. Okay. Der goldene Schlangenring klingt gut. Habe ich überhaupt neue Ringe gefunden oder so? Habe ich irgendwas Nützliches gefunden? Nö. Naja. Gut. So viel dazu. Also werde ich ihn doch nicht anlocken. Und es tat weh, darunter zu springen. Sehr weh. Hätte ich die Punkte nicht investiert, wäre ich instant gestorben. Ist der Schalter wenigstens wieder da, ja. Mädels? Hallo? Oh. Hat sich gelohnt. Habe ich gerade Leben bekommen? Okay. Hätte mich zwar gefreut, wenn ich beide getroffen hätte, aber egal. So. Backstab Action. Instant Tod gefällt mir. So, kriege ich jetzt meine Leiche wieder hier oben oder ist sie da unten gefangen jetzt? Ne, ist hier. Rein theoretisch könnte ich von der anderen Seite ihn mit Pfeilen bestücken, ne? Apropos mit Pfeilen bestücken. Oh, das macht ja auch gar keinen Schaden. Okay, der verfolgt mich auch nicht. Sehr schön. Oh, diese scheiß Dinger. Keine Sorge, Tussi. Mich stören sie auch. Okay. Ich muss eine ordentliche Frequenz finden, wie ich da durchschießen kann. Am besten ein Heli landen. Da dreht die sich um, weil ich verfehlt habe. Alter, wir kämpfen gerade. Truller. Das ist auch nur so eine Magierin. Ich habe ja gehofft, irgendwie, dass sie mir hinterherläuft. Huch!
So geht's auch. Und du, Dude, komm mal durch. Ich möchte, dass du hier durchkommst. Komm, du schaffst das. Du bist ein Profi. Okay. Ich mag das nicht. Aber ist immer noch besser als Gift. So. Hallo da unten. Ich will nur mal kurz probieren, ob ich die Schnepfe da unten treffen kann. Ich würde gerne den Kopf treffen. Ach, der hat ja überhaupt gar keinen Kopf. Stimmt. Aber wenn ich jetzt einmal eine Pfeile... Okay. Da reinballer. Dann habe ich bestimmt keine mehr. Aber ich brauche den Drachenstein von ihm. Easy. Jetzt muss ich da runter. Soll ich es mal hier probieren? Ich meine, im Endeffekt kann ich einen Heimkehrknochen benutzen. Ernsthaft? Oh Gott! Ja, okay. Tschüss, Loot. Ich hoffe, der Loot bleibt da liegen. Scheiße, der Loot ist weg. Ach Gott. Ist nicht dein Ernst? Okay. Ich werde jetzt etwas verwenden, was in den Kommentaren stand. Und es hat nicht funktioniert. Stattdessen ist da hinten noch ein Pisser. Hä? Weil die Leichen resettet werden. Ja. Jetzt könnte ich den da noch besiegen, aber ganz ehrlich, guck mal, wie langsam ich in diesem komischen Öl bin. Das hat keinen Sinn. Ich könnte es versuchen. Ich könnte es aber auch lassen. Ich könnte aber auch erstmal zurück und mir neue Pfeile holen. Und es dann nochmal versuchen. Gegen ihn. Ich weiß nicht. Ich brauche auf jeden Fall Pfeile eigentlich. Eigentlich muss ich zurück, um Pfeile zu organisieren. Szene. Ja, komm. Wir gehen zurück. Ich brauche Pfeile. So, wir sind zurück bei dem guten alten Herren. Ans Leuchtfeuer will ich nicht, damit die Leute nicht wiederkommen. Well, you need... Ich möchte, wie habe ich jetzt 25... Ich bin nicht ein Millimeter in der Folge gekommen und habe schon 25 Minuten. Ich möchte zuerst eine Waffe verstärken. Ich möchte gerne gucken, der Bogen, den ich derzeit trage, ob ich den verbessern kann. Mit einer kleinen Schärfe. Ich möchte erstmal Gegenstand kaufen. Ich möchte gerne große Pfeile haben. 100. Dürften hier reichen. Jetzt habe ich ja noch ein paar Seelen. Ich möchte gerne eine kleine Scherbe haben. Und mit dieser verbessere ich jetzt erstmal den Langbogen. So. Don't get yourself killed. So, und wir müssen in dieser Folge irgendwie noch ein Stück vorankommen. Ich weiß jetzt nicht, was ich 25 Minuten lang gemacht habe. Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben doch gar nichts gemacht. Seltsam. Ich werde es beim Schnitt sehen. Also ich werde jetzt noch ein paar Minuten draufhauen und dann werde ich das irgendwie zusammenschneiden, dass es Sinn ergibt. Und ja, dann gucken wir mal.
Gehen wir erstmal in Zens Festung weiter. So schwer kann es ja nicht sein, auch wenn ich eine halbe Ewigkeit gebraucht habe für ein paar Meter. So. Die Magierin chillt da immer noch. Aber die stört mich ja nicht bei meinem Vorhaben, hier durch zu rennen. Und ja. Ich bin nicht gestorben, nein, das habt ihr euch eingebildet. Jetzt sind wir hier. So, ach, und hier wird die Treppe. Nee. Ach, das ist die Trulla. Okay. Da geht's zur Trulla. Eigentlich will ich gar nicht zu ihr. Die ist voll nervig. Würdest du mich hier treffen? Oh, okay, sie trifft mich. Habe ich sie auch, haha. Aber das ist trotzdem kacke. Wir rennen einfach hin, verprügeln sie. Was so nicht funktionieren wird. Ich muss es aber riskieren. Geronimo! Jetzt nicht runterfallen, Zero. Sie darf runterfallen, das ist gar kein Problem. Oh Gottes Willen. Große Scherbe. Hallo, Dude, der schläft. Hä? Probier es nochmal, komm. Schläfst du immer noch? Ja. Schlaf, ruhig, schlaf, schlaf. Nicht runterfallen. Schlangenschwert. Wo ist denn das Schlangenschwert? So viele Sachen Schlangenschwert da. B! Ich hab's gefunden. Das will ich verbessern, Freunde. Das will ich verbessern. Aber ich brauche noch einen guten Platz zum Farmen. Okay, wo rollst du hin? Ach, hier geht's lang. Ach, ist das nicht mein guter alter Freund? Hast du das hier verzapft? Ah, where did you come from? Splendid news, I tell you. Okay. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Okay, er kommt hier nicht vorbei und wir sollen uns anscheinend richten. Perhaps I could try some rolling. Okay. Bah. Ach Gott. Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist hier die Frage. Wir warten, ob es da durchrollt. Rennen dann zu unserem alten Standpunkt. Ich glaube, ich sehe da eine Tür. Geronimo! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Tschüss, altes Vibe. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Alter, ich will dich backstabben.
Geht doch. Schlangenschwert. Controller ist tot, ne? Meint ihr, ich schaffe es da hochzurennen? Es ist gewagt. Ja. Oh, eine Truhe. Hartstahlring. Oh, ein neuer Ring. Ein neuer Ring. Was haben wir derzeit? Ring des Bösen. Ah, stimmt. Ich krieg ja Leben, wenn ich jemanden töte. Da war ja was. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Das heißt, währenddessen ich angreife, habe ich mehr Verteidigung. Ganz ehrlich. Wenn ich Leben wiederkriege, wenn ich etwas töte, finde ich ehrlich gesagt besser. So, dann gucken wir mal. Ach, eine hübsche Falle. Geil. Hallo, Falle? Ach, jetzt funktionierst du plötzlich. Oh, Scheiße. Einfach hinterher rennen. Ich bin zu langsam. Oh. Okay. Noch eine Kiste. Hier gibt's Mimics. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.